Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz, diesmal mit dem Wochenausblick im neuen Jahr. Das Jahr an der Börse hat schon so ein bisschen holprig vergangene Woche begonnen. Geht's jetzt so weiter und was sind die Einflussfaktoren? Schauen wir uns genauer an und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir an der Börse Kai Franke von der BHF Bank. Herr Frank, ich habe es schon anklingen lassen, der Freitag, den wir jetzt schon gesehen hatten, der war ja schon etwas holprig. Auch jetzt der Montag, auch die neue Woche jetzt im neuen Jahr ist schon ein bisschen holprig gestartet. Was würden Sie sagen, sind hier die Hintergründe? Das ist vor allem Griechenland oder spielt da noch mit? Also es hat, denke ich, vor allen Dingen hier in Europa mit den politischen Unsicherheiten zu tun. In Amerika war es ja ein neutraler Staat. Die US-Börse am Freitag war praktisch unverändert gewesen. Das heißt, den leichten Abgabedruck Freitag und heute hat mit den Spekulationen um die Griechenlandwahl zu tun. Die Spekulationen, die könnten jetzt ja auch noch ein Weilchen bestehen bleiben, weil bis zu den Neuwahlen dort ist es ja noch ein Stückchen. Das Thema Griechenland hat uns im Prinzip ja auch die Weihnachts- und Jahresschlussrallye ein wenig verhagelt. Würden Sie sagen, dass es jetzt vielleicht auch dementsprechend weitergeht bis zu den Neuwahlen? Also es ist eins von den Themen, aber es werden natürlich dann da auch zunehmend wieder wirtschaftliche, konjunkturelle Themen aus den USA kommen. Aber in Europa ist der Datenkalender im Moment noch sehr dünn und von daher konzentriert sich natürlich die Aufmerksamkeit auch der Börsianer auf dieses Thema, zumal es ja auch politische Reaktionen aus der Eurozone, insbesondere auch aus Berlin dazu gibt seit dem Wochenende. Also politische Reaktionen gibt es. Sie haben schon gesagt, der Datenkalender, der Datenkranz in Europa ist noch ein wenig dünn. Blicken wir dann aber mal über den großen Teich, was da ansteht. Unter anderem die US-Arbeitsmarktdaten. Wird man jetzt da besonders genau gucken, wie es quasi um die US-Wirtschaft hier eben auch um den Arbeitsmarkt bestellt ist? Also wenn wir die letzten Daten nehmen und das ist auch die Erwartung für die Zahlen am kommenden Freitag jetzt für die Beschäftigungsdaten, steht es in der US-Konjunktur sehr gut. Nach den ersten 11 Monaten hatten wir ja schon den stärksten Beschäftigungszuwachs der letzten 15 Jahre seit 1999 gehabt. Und wenn der Freitag jetzt nicht einen Ausreißer bringt, und dafür spricht nichts, werden wir in den USA 3 Millionen neue Jobs circa gewonnen haben. Ein Zeichen dafür, wie gut die US-Konjunktur zusammen mit den Frühindikatoren nach vorne schauen wieder unterwegs ist. Also gut aufgestellte US-Wirtschaft, heißt aber natürlich auch, die Fed kann sich ja im Prinzip zurückziehen. Passenderweise gibt's auch in dieser Woche die Fed-Protokolle, also Protokoll der letzten Sitzung, der Dezember-Sitzung. Wird man da nochmal ganz genau quasi jedes Wort abklopfen, ob da noch ein bisschen mehr Aufschluss zum Thema, wann kommt die Zinswende, wann kommt die Zinserhöhung, ob da noch quasi irgendwas Neues dabei ist? Also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiges Datum, denn die US-amerikanische Notenbankpolitik ist natürlich ganz entscheidend für den Marktverlauf im Jahr 2015. Man ist ja entspannt in die Weihnachtsferien gegangen nach der Fed-Pressekonferenz. Die Märkte haben sich dafür entschieden, dass die amerikanische Notenbank langsam und spät nur mit Zinserhöhungen anfängt, während, wenn man es genau liest, die Fed sich zumindest alle Optionen offen gehalten hat. Aber die Markterwartung ist bisher sehr eindeutig, dass da keine kalte Dusche von der amerikanischen Notenbank kommt. Insofern wird das natürlich überprüft werden an dem Protokoll. Also das ist auf jeden Fall noch ein Hingucker, ein fester Termin auf jeden Fall. Was jetzt zwar kein fester Termin ist, aber was auf jeden Fall auch gespielt wird. Man sieht mal wieder die EZB so ein bisschen als den Fels in der Brandung, Retter quasi in der Not. Denn tatsächlich gab es jetzt von EZB-Chef Draghi auch vor kurzem ein Interview, was eben solche Hoffnungen auch wieder geschürt hat, dass man hier eben außergewöhnliche Maßnahmen, zum Beispiel eben den Ankauf von Staatsanleihen in Erwägung zieht. Also wird uns das jetzt quasi bis zur EZB-Sitzung, bis zur nächsten dann begleiten, dass man hier eigentlich schon Vorschusslorbeeren verteilt? Ja, fast schon mehr als das. Man meint ja nach den verschiedenen Interviews, Pressekonferenzen und so weiter, dass die Erwartungen an den Ankauf von Staatsanleihen, das sogenannte Quantitative Easing, schon ins Unermessliche gestiegen ist. Und trotzdem ist das halt der Hauptfokus der Marktteilnehmer. Das heißt, im Hinblick auf dann eine mögliche Entscheidung, vielleicht schon zu der nächsten Sitzung am 22. Januar, wird halt sehr stark antizipiert, ablesbar zum Beispiel an der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, die ja schon gleich zu Jahresbeginn wieder auf neue Tiefstände mit 0,5% gefallen ist. Also man hat den Eindruck, da wird sehr viel schon so ein bisschen Kaffeesatz gelesen oder eben antizipiert. Die Frage ist, was bedeutet das dann auch einmal natürlich für die Börse, für die Aktienmärkte, aber auch für die Gemeinschaftswährung? Also den Euro haben wir ja zuletzt wirklich auf Talfahrt gesehen. Einmal das Thema Griechenland, aber eben auch eine doch sehr experimentierfreudige, wie es scheint, EZB. Geht das noch weiter runter? Also im Moment kann man bei der Wechselkursbewegung halt noch kein Ende der Bewegung sehen, sondern gerade jetzt auf die Griechenland-Spekulation hin und die damit verbundenen Hoffnungen an die EZB zur weiteren Lockerung gibt es derzeit wenige, die sich für den Euro an den Finanzmärkten aussprechen oder halt gegen eine weitere Dollaraufwertung. Und die Bewegung jetzt halt auch zum Wochenbeginn unter die 1,20 ist ein Zeichen dafür, dass der Trend noch intakt ist, dass die Zinserwartungen eher für die USA sprechen und auch die konjunkturelle Differenz nach wie vor eher für den US-Dollar spricht.
Das war einmal quasi das Währungspaar, was uns im vergangenen Jahr extrem begleitet hat, war ja der Verfall beim Ölpreis. Was würden Sie jetzt sagen, der Start ins neue Jahr, neues Jahr, neues Glück für den Ölpreis, oder geht es auch hier vielleicht noch weiter runter? Also kurzfristig denke ich, wird es da keine großen Veränderungen geben, weil einfach die Angebots-Nachfragesituation nach wie vor relativ entspannt ist. Das heißt, genügend Öl im Markt zur Verfügung steht. Die Abschwungbewegung gerade in den letzten Wochen des Jahres war allerdings sehr schnell, sodass es, sag ich mal, in den nächsten Wochen rein technisch gesehen auch mal zu einer Gegenbewegung kommen könnte. Aber insgesamt, solange es nicht neue Krisen in den großen Ölanbieterländern gibt, die dann halt die Versorgungslage in Frage stellen müssen, wird der Ölpreis eher noch auf diesen reduzierten Niveaus pendeln. Reduzierte Niveaus war ja zuletzt gerne auch eben leider das Stichwort für den DAX. Die Weihnachtsrallye, ich habe es schon angesprochen, die ist ein bisschen ins Wasser gefallen oder zumindest abgewürgt worden durch das Thema Griechenland. Jetzt haben wir weiterhin eine EZB, von der man viel erwartet. Muss natürlich gucken, ob sie dann tatsächlich liefern wird. Wir haben Griechenland mit Neuwahlen, die stehen aber quasi erst bevor, was dann tatsächlich daraus auch folgt für die Reformen etc. für das Land. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber tatsächlich wird das Thema Grexit, wie man es immer so schön nannte, also der Austritt aus dem Euro quasi für Griechenland, der wird in letzter Zeit auch immer mal wieder gespielt, aber gar nicht mehr so panisch, wie man das vorher noch mal gewohnt war. Woran könnte das jetzt liegen? Ja, das liegt einfach daran, dass die Finanzmärkte heute anders als im Frühjahr 2010, als die Griechenland-Krise ja wirklich Fahrt aufgenommen hat und das Ausmaß der Problematik klar wurde, ganz anders vorbereitet sind. Vor allen Dingen im Banken, im Finanzsektor sind halt die Probleme angegangen worden. Ist ja heute zu diagnostizieren, dass der Großteil der öffentlichen Verschuldung, der Verschuldung des griechischen Staates beim Rettungsfonds liegt, bei der EZB liegt, beim EWF liegt. Das heißt, der Finanzsektor als solcher wäre gar nicht mehr so groß betroffen von möglichen Forderungsausfällen Griechenlands. Zum anderen haben wir natürlich andere Rettungsmaßnahmen im Zuge der Krise installiert, Bankenunion als Stichwort da nur genannt, sodass man das Risiko heute für überschaubarer hält. Mittel- und längerfristig wäre es natürlich trotzdem ein kritisches Zeichen für die Eurozone, weil natürlich dann auch wieder Spekulationen aufkommen können, dass vielleicht auch andere Länder dann den Exit, den Ausstieg aus der Eurozone noch suchen könnten. Jetzt ist natürlich für Anleger auch die Frage, also das vergangene Jahr war ja sehr turbulent, sehr volatil, zumindest ab der Jahresmitte. Jetzt hat dieses Jahr schon wieder so ein bisschen wackelig angefangen. Was könnte das jetzt für Anleger bedeuten? Wie könnten die sich im Moment positionieren? Wie gesagt, die Neuwahl in Griechenland dauert noch ein bisschen auch bis zur EZB-Sitzung. Also muss man sich quasi auf sehr wackelige Zeiten bis dahin einstellen? Wir werden weiterhin auch 2015 ein sehr volatiles, ein schwankungsanfälliges Jahr nach unserer Einschätzung sehen. Die Chancen sind für die Aktienmärkte natürlich das niedrige Zinsniveau, die immer wieder einen Anreiz bieten, zusammen mit den Gewinnwachstumsperspektiven, das Exposure, die Anlage in den Aktien zu suchen. Auf der anderen Seite sind halt eben die politischen Risiken, und das geht ja auch noch weiterhin um das Thema Ukraine, nicht nur um Griechenland, auch immer wieder der Belastungsfaktor, sodass wir jetzt nach 6 Jahren Börsenaufschwung auch im Jahr 2015 mit sehr schwankungsanfälligen Märkten rechnen werden. Das heißt, ein Investor muss sich sehr flexibel verhalten. Buy and hold passt nicht in diese Landschaft. Also die Landschaft hat sich ja auch, wie gesagt, im vergangenen Jahr schon eher volatil gezeigt. Jetzt hatten wir aber ja auch schon darüber gesprochen, dass in den USA ja durchaus anders aussieht als in der Eurozone. Hat man ja zum Teil dann auch sehr kräftig an den Aktienmärkten gesehen. Wäre das dann quasi das Schielen über den großen Teich für die volatilen Zeiten hier eine Möglichkeit für Anleger, oder rechnen Sie auch da mit volatilen Märkten? Also der US-Markt wird sich nach unserer Einschätzung stabiler verhalten, aber von den Potenzialen, von den Chancen auf der Upside, auf der Aufschwungbewegung her sehen wir eigentlich Europa interessanter, weil hier die Bewertung niedriger ist und insbesondere halt in der ersten Jahreshälfte viele Unternehmen, die von dieser Dollarschwäche profitieren, bessere Gewinne zeigen werden als zum Beispiel die großen internationalen amerikanischen Konzerne, die ja eher unter der Dollaraufwertung leiden. Also insofern stabilerer Markt, sehr wahrscheinlich ja in Amerika, aber potenziell höhere Chancen durch ein aktives Timing eher in Europa. Da muss man natürlich gute Nerven haben. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie rechnen zwar mit starken Schwankungen, aber wenn man jetzt zu Beginn des Jahres, kann man natürlich noch nicht in die Glaskugel gucken, aber generell, Sie sagen, es wird schwankungsreich werden, schwankungsfreudig, aber in welche Richtung wird es gehen? Was glauben Sie, wohin entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf? Per Saldo rechnen wir mit einem freundlichen, mit einer positiven Tendenz im DAX, weil halt die Bewertungsrelationen nach wie vor attraktiv sind und auch ein klassischer Indikator wie die Dividendenrendite mit gut 3% nach wie vor einfach für viele Anleger einen Anreiz bieten wird, die einfach bei den Zinsen keine interessante Anlagealternative, sondern eher Rückschlagsrisiken bei den Bonds auch sehen. Also es könnte einiges drin sein in diesem Jahr, aber ich habe schon gemerkt, man sollte da ganz gute Nerven behalten. Herr Fracke, vielen herzlichen Dank fürs Interview.
Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Wochenausblick für diese Woche, die erste quasi fast vollständige Handelswoche in diesem Jahr. In einigen Bundesländern gibt es trotzdem auch noch Feiertage etc. Also vermutlich ist noch nicht jeder aus dem Weihnachts-, aus dem Neujahrsurlaub zurück. Aber trotzdem an der Börse, da schwankt es schon wieder ganz ordentlich. Wir haben gehört, es könnte noch Chancen geben in diesem Jahr, aber gute Nerven sollte man dabei auf jeden Fall behalten. Die ganze Sendung können Sie natürlich jederzeit auch nochmal anschauen unter www.derf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.